Ja. Was jetzt? Wo sonst? So, bauen wir auch gleich mal ein kleines Haupthaus. Ja, die Haupthäuser der Orks sind etwas größer. Ja, schon gut. Was wollt Wo ihr? sonst? Na los. Ja, ich hätte gerne erstmal das Haupthaus. Das Gebäude ist einsatzbereit. Dadurch können wir nämlich erstens hier eine Mine. Keine Last. Wo sonst? Und daneben eine Schmelze errichten. Sobald wir das nötige Holz zusammen haben, natürlich für die Schmelze auch. Währenddessen gucken wir mal. Die Schmiede braucht einen Arbeiter. Der Kolbenschnitzer nicht. Aber die Schamanenhütte. Okay. So, wir haben genug für die Schmelze. Schon dabei. Dann errichten wir jetzt die. Was wollt ihr? Was jetzt? So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Feuerwerfer kosten Holz und Lehm, ja? Was Wo wollt ihr? sonst? Das heißt, ich errichte auch gleich den Schnitter. Okay, Das Gebäude ist einsatzbereit. für den Schnitter warten wir noch einen Moment. Arbeit, immer nur Arbeit. Bis hier ein paar mehr Bäume fehlen. Wohin? In der Zwischenzeit können wir ein Nahrungslager errichten. Das Gebäude ist einsatzbereit. Das Gebäude ist einsatzbereit. Die Linien müssen halten. Okay, jetzt dürfte er gleich angeschlagen genug sein, um nicht wegrennen zu können. Gut. Der ist hinüber. Was jetzt? Ich bin müde. Dann können wir ja jetzt das Schnitterzelt hier errichten. Wohin? Dorthin also. Wo sonst?
ist was? Dorthin also? Keine Last. Keine Last. So. Errichten wir Keulenschnitzer. Ein Keulenschnitzer mal. Ich glaube, ein Keulenschnitzer reicht. Das Gebäude ist einsatzbereit. Wo sonst? Okay, der Keulenschnitzer braucht Au. Wohin? So, eine Schmiede da. Schon dabei! So, gehen wir mal auf Maximum Arbeiter mittlerweile hoch. Was wollt ihr? Ich kann nämlich gleich eine zweite. Woher gut? Oder ihr errichtet mir jetzt mal eine Fischerhütte. Na los! In der Nähe des Nahrungslagers. Gut. Wo sonst? Schon dabei. Und dann bauen wir mal zwei Feuerwerfer auf. Gut. Okay. Du errichtest mir noch eine Schamanenhütte. Ja. Gibt's halt nur ein Gebäude jeweils. Muss auch reichen fürs Erste. Aber wobei, werden die ja schon ausgebildet, ja. Verbesserung ist fertiggestellt. Okay, Keulenschnitzer hat keine Verbesserung. Ich rieche Blut für den Clan. So. Ist was? Ihr? Lasst uns lieber Krieg führen. Das ist ein Hinterhalt! Okay. Vorsicht, Gegner! Der will nicht mehr getroffen werden. Für den Clan! Trägt eine eisenbeschlagene Nilderrüstung, eine Holzkeule und Orktrunk. Kampffähigkeit verstärkt mit seiner Musik Kampfstärke der eigenen Truppen. Wohin? Ja, das heißt, der Ruhm ist. Alle hätten wir dann auch noch gerne. Gut. Bevor wir mit euch eine Jagdhütte bauen. Ich rieche Blut. Lauft! Tue wie befohlen. Und ja, erstmal muss wirklich das hier unten weg.
Das ist ein Hinterhalt! So, der ist hinüber. Was jetzt? Wobei wir mit dem Holz auf jeden Fall sparsam umgehen sollten. Also keine Wildschweinzucht errichten, eher lieber ein Jagdhaus, ne? Na gut, noch haben wir ein bisschen Holz hier. Allerdings weiß ich nicht, wo wir noch Holz herkriegen sollen dann. Ja. Dann lassen wir aber auch die Ruhmeshalle lieber ausfallen. Holzknappheit wäre nämlich nicht so toll. Was liegt an? Oh, hätten wir die Totems verbessern können? Ja. Zerlegen hier die Büffel. Erhält Schild, verbesserte Zauberkräfte, der vergiftete Speer. Achso, die Totems, die ich jetzt ausgebildet habe, zählen ja noch gar nicht. Vorwärts, vorwärts! Ja, mit dem wenigen Holz, was wir hier haben, müssen wir wirklich auf Eiseneinheiten vertrauen. Gott, vor allem die ganzen Scharfschützen hier werden ein schönes Problem werden. Was liegt an? Was liegt an? Bin schon auf halbem Weg. Vorwärts, vorwärts! Arr. Runenkrieger, zu mir! Ein Gegenangriff! Wir werden angegriffen! Tod den Feinden! Vorsicht, Gegner! Die meinen es ernst! Krieg! Tod den Feinden! Zu den Waffen! Tod den Feinden! Nicht zurückweichen! Standhalten, Männer!
Tod den Feinden! Die Linien müssen halten! Nicht zurückweichen! Ein Gegenangriff! Clanbrüder zu mir!